In den 80er Jahren wurde in Wolfgang im Industriepark Atommüll durch die Firma Transnuklear abgebaut. Damals hat sich eine Gruppe von Aktivisten formiert, die auf die Skandale der Firma aufmerksam gemacht haben. Wir haben die Robin Wood-Aktivistin Angelika Gunkel getroffen, damit sie uns erzählt, was damals passiert ist. Als hier die Nuklearbetriebe stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt sind, haben wir von Robin Wood versucht, darauf aufmerksam zu machen, dass unter anderem auch durch radioaktive Niedrigstrahlung der Wald geschädigt werden könnte, und haben uns auch auseinandergesetzt mit den Skandalen, die hier auf dem Gelände passiert sind. Wir hatten keine atomrechtliche Genehmigung. Hier ist Plutonium gelagert worden in einer Menge, die sonst nirgendwo auf der Welt im dicht besiedelten Raum ansonsten gelagert wurde. Und es war auch keine Sicherheit gegeben, zum Beispiel gegen Flugzeugabstürze. Hier auf dem Gelände bei früher Transnuklear, jetzt daher, werden noch Abfälle gelagert, die aus dem Abbau der Atomfabriken entstanden sind, schwach und mittelradioaktiv. Die hochverstrahlten Bestandteile sind in zum Beispiel Asse oder in Untertagedeponien verbracht worden. Und das, was zurzeit geplant ist, dass aus unbestimmten Quellen, sagen wir mal nach unseren Erfahrungen, weiter Atommüll hierhin verbracht werden soll, der mit Hanau nichts zu tun hat und hier gelagert werden soll. Und das halten wir weder von den Transporten noch von den bisherigen Erfahrungen, was die Deklaration von entsprechendem Material betrifft, für verantwortbar.